Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Ihr wisst ja, wir stellen euch regelmäßig die kleinen und großen Meisterwerke des neuen Italienabschnittes vor. Und wir haben heute eine ganz, ganz großartige Folge, auf die ich mich lange gefreut habe. Denn Michel hat die Ehre, ein ganz tolles Gebäude mitten in Rom zu bauen. Das Monumento Vittorio Emanuele. Und es steht wirklich mitten in Rom beim Forum Romanum und beim Kolosseum und ganz viele Menschen kennen es. Nun kommt es genau hier hin und der Platz ist ja nur nicht 1:1 dafür geeignet. Das heißt, du musst viel verändern, oder? Ja, also wir haben es ein bisschen gestaucht in der Breite und in der Tiefe, um einfach das Gesamtbild zu erhalten. Hast du Pläne? Pläne haben wir teilweise, also wir haben Grundrisspläne und Fotos, an die wir uns halten. Und, ja. Das heißt, du musst es doch teilweise sehr verändern, ohne dass der Besucher es merkt, dass es verändert wurde. Ja, genau. Und hast du Produktdesign studiert, da machst du eigentlich eher neue Sachen. Ja. Und hier musst du sozusagen die Sachen verändern und sollen hinterher gleich aussehen. Kriegst du das hin? Das kriegen wir wohl hin, ja. Aber es ist eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Wie lange brauchst du? Ungefähr 4 Monate. Na, ich bin gespannt. Wir werden dich dabei begleiten und sind ganz, 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 ganz begeistert hinterher. Davon bin ich überzeugt, wie dieses Gebäude aussehen wird. Eben habt ihr gesehen, wo das Momento stehen soll. Jetzt sind wir da, wo es entstehen soll, nämlich in der Werkstatt. Und Michel, ihr habt euch schon mal die Grundplatte gebaut, damit man sehen kann, wie groß das wird. Ja, genau. Also jetzt kann man riesig. Die Grundrissmaße erstmal so ein bisschen abschätzen. Wir fast 1 Meter in der Breite und 60 cm in der Tiefe. Hier steht die Säule, wo wir ja, gerade genau. waren. Ne? Und das Ding steht ja etwas höher. Ja. Und hier kommen die großen Treppen hin. Ihr setzt es also auch hoch. Wie hoch wird es dann? Ungefähr, ja, fast 1 Meter. Okay, das ist richtig groß. Und ganz in der Nähe bei uns in Rom ist man ja ziemlich dicht beieinander. Man kann alles auf einem Platz sehen. Steht der Petersdom. Überragt er das auch noch? Der wird das auch noch überragen. Okay, und das Kolosseum ist dann etwas niedriger und etwas kleiner. Ja. Habt ihr schon mal so ein bisschen durchgeschaut, dass das passt? Okay. Und wie ist der nächste Schritt? Wie geht's weiter? Naja, als nächstes geht es dann ans große Teile sortieren. Da sind ja eine ganze Menge Teile vorhanden. Ihr müsst euch mal vorstellen, das hier ist ein großes Teil von den vielen ganzen Kleinteilen, die Michel zusammensetzen muss, also ungefähr 2000 Stück. Das ist aber noch nicht mal alles, was du machen musst. Ja genau, also ich muss nicht nur sortieren, sondern ich muss dann auch dafür sorgen, dass die Teile natürlich alle zusammenpassen. Also die Grundmauern müssen zum Beispiel auf Gierung geschnitten werden, das ist ein wichtiger Punkt. Dann muss das ganze Gebäude von innen geschwärzt werden, dass wir kein Lichtdurchschein kriegen, wenn wir es dann beleuchten. Dann muss natürlich geklebt werden. Dann geht es dann ans Kolorieren danach und dann kommt der Stuck, dann kommt wieder der ganze Kleinkram. Der wird dann gealtert und der wird dann rangeklebt, was eigentlich der größte Schritt ist oder das Aufregendste, weil da braucht man echt eine ruhige Hand. Das willst du in 3 bis 4 Monaten schaffen? Das hoffe ich. Naja, ich bin gespannt. Also wir werden es beobachten, ein grandioses Projekt und ich kann es kaum erwarten, dass es fertig wird. Das hier hat jetzt einen Tag gedauert und das ist ungefähr die Arbeit von 3 Wochen. Ja, das sind die 1500 Teile, 500 fehlen noch von den kleineren. Die muss ich jetzt alle auch noch mal sortieren, also wir haben jetzt vorsortiert in der Stärke. Aber dann kann es richtig losgehen. Heute ist der 3. Tag, heute mache ich mal die Türme. Das sind die beiden hier, einmal der und einmal der. Die sind eigentlich identisch, die Teile habe ich mir schon rausgesucht. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Also wir benutzen dafür das Diclomethan, weil es einfach eine sehr stabile Art und Weise ist, das zu verbinden. Das hat nicht einen Kleber dazwischen, sondern verbindet halt wirklich den Kunststoff mit dem Kunststoff. Die Teile habe ich jetzt fertig verklebt und auch schon fertig geschliffen. Die Treppen haben wir jetzt alle fertig gemacht. Schwierigkeiten dabei gab es eigentlich keine großartigen, bis auf die Anzahl der Teile. Das ist natürlich sehr viel gewesen. Also nachdem wir jetzt alle Teile vorbereitet haben, das heißt die Fugen gekratzt und besäubert und die Treppen fertig geklebt haben, können wir jetzt anfangen, die Grundmauern alle um das Grundgerüst aufzubauen. Ja, ich habe das jetzt alles zusammengeklebt, passt alles soweit ganz gut. Dann können wir eigentlich fortfahren und das im nächsten Schritt zusammenkleben. Ich mache heute die Bodenplatten fürs Emanuele. Wir werden dann im Prinzip die Platten erstmal alle schwarz lackieren, dann schleifen. Somit bleibt dann das Schwarz in den Fugen erhalten, das andere ist dann weg. Dann werden wir das ganze Weiß überlackieren und hoffen, dass das Schwarz von unten wieder durchkommt und wir damit dieses Fugenbild dann erreichen. Ich schleife die Platte jetzt einmal über, damit wir nur noch die schwarze Farbe nur noch in den Fugen haben und der Rest dann wieder blank ist. Und dann geht's weiter. Ja, jetzt sieht man hier, dass die Fugen schwarz sind und der Rest wieder weiß. Das hat ganz gut geklappt. Im nächsten Schritt werden wir das einmal weiß lackieren mit einer Grundfarbe, dann nochmal mit einer anderen Farbe ein bisschen abschattieren und dann kommt da noch ein Rot rein und noch ein Grau.
Die Bodenplatten jetzt alle durchgefärbt. Da sind jetzt nochmal 4 Farben dazugekommen. Zweimal weiß, einmal so ein Rotton, einmal ein bisschen grau. Das Schwarz von den Fugen ist ganz gut durchgekommen, wie wir uns das eigentlich gewünscht hatten. Es hat auch so einen leichten Blaustich, wie das auch im Original ist. Vielleicht werden wir am Ende dann nachher beim Färben vom gesamten Gebäude nochmal mit Pigmenten drüber gehen. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich so schon ganz stimmig. Ich baue heute die obere Querstrebe. Das ist so ein Element, was die beiden Türme dann verbindet und das Ganze dann nochmal ein bisschen aussteift. Das ist quasi das Dach. Da müssen wir jetzt erstmal anfangen, ein paar kleine Säulen zusammenkleben. Dafür habe ich schon mal so ein paar Klötze vorbereitet. Die kriegen dann noch so ein paar kleine Stuckteile. Das Ganze wird dann mit dem Teil hier kombiniert und bildet dann so die Vorderseite als Stuckelement. Heute machen wir mal ein paar von diesen Reliefs, die wir da haben an dem Gebäude, einmal bei diesem Rundbogen. Da haben der Sönke und ich schon angefangen. Den Sönke habe ich mir so dazu geholt, weil das eine bisschen schwierigere Aufgabe ist und der Sönke da sehr erfahren ist. Wir haben schon mal ein bisschen angefangen. Das kann man hier immer schon mal schön sehen. Also wir haben jetzt diesen Bogen gemacht und hier links und rechts kommt dann jeweils nochmal ein Profil ran. Und das bereiten wir jetzt einfach mal vor. Also wir haben ja hier den Vorteil gehabt, hier haben wir mit halben Figuren gearbeitet. Ne? Jetzt haben wir ja das Problem, in diesem Rundbogen kommen wir ja jetzt auf eine gerade Wand. Das heißt, wenn wir jetzt mit einer halben Figur arbeiten würden, können wir die irgendwie nicht so, wir müssen halt so eine Eckfigur machen, die quasi so konisch aufeinander zuläuft. Nimmst einfach irgendeine ganze Figur und man kann das jetzt machen, entweder wir gehen wieder in den Tellerschleifer und schleifen dann die Sachen ab oder so wie wir es die ganze Zeit machen, schön mit dem Dremel Arm abschneiden, bisschen nachschleifen, fertig, aus. Dadurch, dass wir aber nur 6 Grundfiguren haben, müssen wir die aufwendigst immer umarbeiten. Das heißt, die Arme verändern, die Köpfe verändern. Hinterher wird das alles wieder kompliziert aufmodelliert. Die Zwischenräume werden damit Serviettenpapier, was nass ist, einfach dazwischen gestopft, damit man das soll ja aussehen, als wenn das in Stein gehauen ist. Das ist das Komplexe. Für das Relief brauchen wir noch eine Figur, die so ein bisschen schräger ist, also nicht in der Hälfte geteilt, sondern eher so zugewandt steht. Und das ist jetzt nicht so ganz so einfach mit dem Dremel zu machen, dafür benutzen wir den Tellerschleifer. Wie wir auf dem Foto sehen können, haben wir da auch noch ein paar Pferde drin. Da wir in demselben Maßstab wie die Figuren sind, leider nur ein Pferd haben, müssen wir die jetzt abgießen. Dafür machen wir jetzt erstmal aus dem Knetsilikon eine kleine Gussform und dann werden wir das mit Schnellgießharz einmal ausgießen. Für die Gussform selber haben wir hier so ein Knetsilikon, das sieht so ungefähr aus. Da haben wir einmal das Material und einmal den Härter. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen was raus und dann noch einmal von dem Härter. Und das verkneten wir jetzt, damit das also schön vermischt ist, bis das dann eine homogene Farbe hat. Dann lege ich mir das hier so ein bisschen hin und dann drücke ich das Pferd da einfach rein. So ungefähr bis zur Hälfte. Und dann dauert das so 3, 4, 5 Minuten und dann ist das auch hart. Also ist jetzt hart geworden, das nehme ich jetzt raus. Also zum Gießen benutzen wir so ein Schnellgießharz. Das hat 2 Komponenten, einmal das Material wieder und einmal wieder den Härter. Das verrühren wir gleich, das wird 1:1 gemischt. Also ich nehme jetzt zuerst das Material und danach den Härter. Rühre ich das einmal fix um. Und dann kippen wir das da ans Pferd. Ja, das Pferd ist jetzt ausgehärtet. Das geht ganz gut, weil das Knetsilikon immer noch ein bisschen weich ist. Und dann haben wir hier das fertig gegossene Pferd. Das schleifen wir jetzt nochmal ab, dass das dann auch in das Relief reinpasst, so von der Dicke her. Jesko, lass mal kurz Kolosseum sein und komm mal zum Emanuele. Michel hat mir hier gerade was gezeigt und das hat mich sowas von geflasht. Guckt euch mal das hier an, wie detailgetreu das ist. Das ist irre. Es gibt zwar so ein paar Mönchsfiguren, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, das ist aber so die hast du genommen und hast dann Pferde dazu genommen und hast dann ganz viel selbst gemacht? Oder wie hast du das hier gemacht? Naja, wie gesagt, das sind also Mönchfiguren, die haben schon ungefähr diese Gewänder an. Die hat zum Beispiel einen neuen Arm bekommen, einen neuen Kopf, einen Haarkranz und ein neues Gewand. Aber im Groben. Nur diese einzige Figur? Nur diese eine Figur. Genau. Wie lange hast du dafür gebraucht? Eine Woche haben wir gebraucht, ja. Für das? Eine Woche? Für das eine Woche. Für diese ganzen Details? Also ohne das Altern? Das haut mich ehrlich gesagt um. Ich dachte, mich kann nichts mehr schocken, aber ich bin restlos begeistert. Und wie geht's weiter? Als nächstes werden wir die großen Statuen in Angriff nehmen. Die sind hier oben drauf, also hier und da. Und hier unten ist noch eine. Die sind so Kupfern, so oxidiertes Kupfer, ne? Ja, genau, das Kupfer, sind so Bronzestatuen. Hast du da schon was? Da habe ich zeigen ein Muster vorbereitet, genau.
Das sieht so aus. Wie cool. Hier sieht man richtig Patina oder Oxidation. Und an und für sich würde ich heute gerne mit dir mal sowas machen. Mit mir? Mit dir. Das? Ja. Und das schmeißt du dann in den Müll? Nee, das werden wir dann benutzen. So, lieber Michael, was habe ich zu tun? Ja, im Wesentlichen gibt es eigentlich drei Schritte. Das Ziel ist ja, diese Patina zu erreichen quasi. Dann haben wir dieses Referenzfett, da wollen wir hin. Da gibt es drei Schritte. Der erste wird sein, einmal grundieren mit Braun, also einem Bronzeton. Dann werden wir das Ganze nochmal trocken malen, also granieren. Das werde ich dir aber gleich zeigen, wie es geht. In diesem Grün, so wie Grünspan in etwa. Und als letzten Schritt werden wir dann nochmal trocken malen mit Weiß. Und da geht es dann nur noch darum, die Highlights zu betonen. Auf Deutsch, viel Farbe, ganz bisschen Farbe, so gut wie gar keine Farbe. Genau. So, dann tauchst du den Pinsel da ein. So irgendwie. Dann malst du das hier rauf, bis das im Prinzip im Pinsel trocken ist, bis das nur noch so Spuren hinterlässt. Ich probiere das dann immer so aus, es ist vielleicht schon ein bisschen wenig, ich muss erstmal ein bisschen Farbe kriegen. Und dann fängt man an, auf der Figur rumzutuschen, so dass nur die oberen, nur die hohen Teile getroffen werden. Mach sie wieder trocken. Da brauchen wir wirklich nur ganz sanft drüber gehen. Das ist schon echt irre, mit welchen einfachen Mitteln man so schöne Effekte zaubern kann. Also wir haben jetzt wirklich nicht lange gebraucht. Also man sieht zwar eindeutig, dass meins ein bisschen zu weiß geworden ist. Deins ist schon wirklich echt perfekt, Michael. Aber es ist auf jeden Fall toll, wie diese Details jetzt zum Strahlen kommen. Und was kommt an Beleuchtung noch dran? Die Statuen werden auf jeden Fall beleuchtet. Also da kommen aber die Spots, nicht? Die auch. Oh, wow. Ja, müssen wir noch mal gucken, ob das geht. Das heißt, wann kann ich mir das ungefähr anschauen, wie es dann beleuchtet aussieht? Also 2 Monate werde ich noch dran sitzen und dann noch 1 Woche zum Leuchten und dann kannst du schauen. Ich bin ganz gespannt. Dann wird es endlich im Rom-Abschnitt erstrahlen und das wird wirklich ein ganz, ganz tolles Meisterwerk. Jesko, ich habe ein bisschen Stuck vorbereitet. Den wollen wir heute einmal grundieren und danach ein bisschen altern, dass der ein bisschen schmutzig aussieht. Also so in Wirklichkeit auch. Das sind Teile für die Außenseiten vom Gebäude. Ja, und die werden wir jetzt einfach mal grundieren. Also ich habe hier 4 Pigmente grundsätzlich vorbereitet für das ganze Gebäude. Das fängt mit der 1 an, die ist fast noch, ja, fast rein weiß, da ist ein bisschen rot mit drin, ein bisschen gelb, um das ein bisschen wärmer zu machen. Aber es hebt sich im Grunde nicht von dem rein weiß ab, sondern soll eher die Oberfläche ein bisschen für die anderen Pigmente vorbereiten. Mit der 2 geht es dann weiter, das wird immer ein Ticken dunkler, aber auch die 2 ist noch relativ dezent. Geht auch so in Richtung rein weiß, ist ein bisschen dunkler, auch wieder ein bisschen gelb mit drin. Und so geht das dann bis zur 4. Die 3 ist auch wieder ein bisschen dunkler. Das ist so für große Stuckflächen, wenn ich die ein bisschen dunkler machen möchte, einfach, dass sie sich abheben vom Rest des Gebäudes. Ja, also für größere Stuckteile benutze ich das. Und dann gibt es noch die 4. Das ist dann schon sehr dunkel. Das kann man gut benutzen, um zum Beispiel Tiefen hervorzuheben und da richtig ein bisschen Tiefe reinzubringen in die Stücke. Auch das Relief zum Beispiel habe ich damit gealtert. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und das werden wir jetzt hier in den Teilen mal machen. So, ich fange jetzt hier mit der 3 an und pinsel das hier mal so vollflächig drauf. Gibt dem Ganzen schon so ein bisschen mehr Kanten. Dann sieht es nicht mehr ganz so nach einem glatten neuen Lack aus. Zum Fixieren habe ich hier so ein Leimwassergemisch. Das wird einfach aufgesprüht. Ich nehme hier so ein Stück Stoff oder einen Schwamm oder je nachdem. Und dann wischen wir das nochmal über. Und dadurch kommen dann die ganzen rausstehenden Kanten wieder hervor. Also werden dann wieder weiß. Das ist einmal das Stück, wie es aus dem Lack kommt, das ist das Gealtete. Das schaut dann schon ein bisschen besser aus. Das mache ich jetzt mit allen Teilen und dann kleben wir sie auch schon an. Wir haben jetzt alles fertig gealtert mit den Pigmenten. Die Teile haben schön Tiefe bekommen, nicht zu hell, nicht zu dunkel geworden. Jetzt kommt als nächster Schritt das Aufkleben, da werden wir die Seitenwände damit versehen. Das machen wir allerdings nicht mehr heute, sondern am Montag und jetzt ist erstmal Wochenende. Let's go! Wir stecken jetzt in den letzten Zügen mit dem Gebäude, jetzt sind nochmal Stuckteile zu machen. Yeah.
Ich habe mich ein bisschen mit dem Stuck beschäftigt, hier in den Außenseiten und hier vorne an der Vorderseite. Das ist soweit ganz gut gelaufen. Das ist halt viel Kleinkram hier. Diese Teile, muss man sich vorstellen, bestehen aus jeweils 8 Teilen. Müssen dann einzeln zusammengeklebt werden. Das dauert eine ganze Zeit. Also nur für diese kleinen Teile habe ich auch für beide Seiten jeweils ungefähr einen Tag gebraucht. Ich habe jetzt die ganzen Säulen fertig vorbereitet, das heißt, wir haben die lackiert, einmal gealtert und dann habe ich da zusätzlich noch einmal mit einem Zentrierwinkel genau die Mitte markiert und einen kleinen Stift eingesetzt, damit die nachher auch gut halten. Heute will ich dann im Prinzip die ganzen Säulen einmal festmachen. Ja, soweit ist das eigentlich alles fertig. Wir haben alles gemacht, außer die Fenster. Und das wollen wir eigentlich heute machen. Da sind eine ganze Menge Teile zu poolen. Wenn man sich das hier mal anguckt alleine, da sind schon 4 Teile, die raus müssen. Und das sind 3 pro Fenster. Also da kann man sich ausrechnen, das dauert eine ganze Ecke. Die Fenster sind jetzt fertig gepoolt. Wenn man das rausholt, das hat ungefähr, ja, weiß nicht, 4 Stunden gedauert. Und jetzt fange ich an, die einzukleben hier in die Löcher. So, ihr Lieben, ihr habt ja schon 20 Minuten die Entstehung dieses Meisterwerkes angeschaut. Michel dagegen 4 Monate dran gebaut. War es schwieriger, als du gedacht hättest? Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, das erste große, was ich gebaut habe hier. Und das kann man vorher einfach nicht einschätzen. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du das in 4 Monaten schaffst. Und ich finde gerade den Blick, den ihr von da gerade habt, also dieser hier, der flasht einen doch total. Also ich habe es jetzt in dieser Form auch das erste Mal so zusammengebaut gesehen. Es ist der Wahnsinn. Und das in 4 Monaten, das ist unvorstellbar, wenn man sich vor allem diese Details anschaut. Wir haben ja schon über diese Sachen hier gesprochen und so, wie du das gemacht hast. Die Figur habe ich ja selbst mit angemalt, wenn es die denn noch überhaupt ist. Nee, ist noch genauso. Ist sie noch. Ja. Da habe ich selbst also auch gesehen, wie wahnsinnig schwierig das ist, das so toll zu altern und dann, dass es den Kupferstich schon hat und so. Also absoluter Wahnsinn. Was war am schwierigsten? Naja, also grundsätzlich die Größe und die Menge an Teilen, ungefähr 3000 Teile sind es insgesamt. Da muss man dann Überblick behalten, alles richtig zuordnen, darf nichts verbummeln und das ist grundsätzlich schwierig. Und hat dich irgendwas total aufgehalten? Total aufgehalten? Ging anscheinend alles. Ging alles ja, so ganz locker, nee, oder? Nee, ging nicht alles ganz locker, aber es gab Schwierigkeiten hier und da eigentlich an verschiedenen Stellen. Das kann man jetzt so im Einzelnen. Ich finde es irre. Auch diese typische, so eine schöne Liebesszene hier drin und so. Es ist absolut irre. Und ich würde es liebend gern jetzt mal im Dunkeln sehen. Hast du schon im Dunkeln gesehen? Ich habe es schon einmal und gesehen. Und geflasht? Ja. Darf ich mich drauf freuen? Ja. Dann lass uns das Licht ausmachen. Okay. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Das sieht so toll aus im Dunkeln. Und hast du mal gezählt, wie viele Lichter das sind? Nee, kann ich nicht genau sagen. Ist auch egal, weil es sind genau richtig viele. Dann würde ich sagen, rein damit in die Anlage, oder? Ja. Hammer. So. Hast du absolut super gemacht. Ich würde mal sagen, passt, wackelt und hat keine Luft. Es passt nämlich auf den Millimeter genau und von hier oben sieht es schon echt cool aus. Ich weiß nicht, wie es von euch aussieht, weil das ist ja so die Hauptperspektive. Da werdet ihr als Besucher dann stehen. Ich auch gleich, weil ich hüpfe gleich mal runter und schaue mir das an, weil das wirkt natürlich am schönsten so mit dieser Achse. Man kann es auch so von der Seite und von hinten sehen, aber das ist einfach genial. Nur der Platz, der darf bitte von euch nicht benutzt werden. Den darf heute nur Michel. Apropos, wenn du da von da schaust, wie ist es mit der Säule? Verschwindet also, sie so ein bisschen im Auge? Wir haben uns einen großen Kopf drum gemacht. Ich muss sagen, die Lösung, die wir jetzt haben, ist gut. Lisa hat das schön angemalt. Wir haben uns nämlich überlegt, verkleiden wir die komplett oder machen wir es so ein bisschen so oder lassen wir Säule Säule sein? Und wir haben uns ganz klar entschieden, wir sind hier in einem alten Speicher, wir lassen die Säule Säule sein. Und ich glaube, es ist die absolut richtige Entscheidung. Aber überzeugt euch am besten direkt live hier von Ort.
Ich hoffe, dass wir es in 4 bis 5 Wochen wirklich fertig haben, dass es dann heißt wirklich Bella Italia live im Wunderland. Bis dahin kommen noch Schlag auf Schlag richtig viele tolle Folgen, also seid auch online wieder mit dabei. Und ich glaube, Jesko wird es bestimmt hinkriegen, jetzt noch ein paar richtig coole beleuchtete Szenen machen, denn wir schließen das Ding gleich an und dann gibt es einen richtig schönen Abspann. Also macht's gut, bis dahin, bis zur nächsten Folge, ciao.